Moin, moin, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück hier im Kanal. Heute Tag 30 und guckt euch das an. Herzlich willkommen im neuen Video. Mars Hydro, Mars Hydro, Mars Hydro, shining bright, making the garden grow. Bubble gum, sweet and slow. In this world, our love will show. Mars Hydro, Mars Hydro, let the love and the flowers flow. Midnight blue, among the stars we dance. In the light of garden gets a chance. Weedy Gonzales in full tune. The buds sprout up under the moon. Jamaican pearl. Sun lifts low and the stars ignite. Heartbeat echoing through this silent night. Waves crashing as they guide this fight. Light my path while you're out of sight. Feeling your absence with every breath I take. Empty streets whispering this heartache. Baby, I'm lonely without you. Ooh. Need your love to carry me through. What am I gonna do? What am I gonna do? Memories dancing inside my mind. Chasing shadows of the days behind. Voices echoing but they're not kind. In between silence thoughts unwind. Feeling the rhythms of a distant drum. Longing for the day when you will come. Baby, I'm lonely without you. Ooh. Need your love to carry me through. Ooh. What am I gonna do? Chanting your name all night long. Chasing dreams, right or wrong. Hope your heart will sing my song. Baby, I'm lonely without you. Need your love to carry me through. Ooh, what am I gonna do? Meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier im Kanal mit unseren beiden Bubblegums Hubba und Bubba. Vielen Dank für das Voting und dass ihr da die Namen gewotet habt im Community Tab. Grüße gehen raus an jeden, der da teilgenommen hat. Danke, unsere Namen steht fest. Einmal Hubba und Bubba. Herzlich willkommen hier im Kanal. Tag 30, was ist hier passiert? Die Lampe habe ich angepasst auf 75%. Abluft bei 20%, Lampenabstand der gleiche, wir sind jetzt bei 30 cm, sind sie reingewachsen. Was liegt heute an? Heute gucken wir uns die Mädels einmal an. Die Living Soil hier von Couple of Plants müssen wir ein bisschen Rasen mähen, will ich mal so schön sagen, ein bisschen freischneiden untenrum, dass das nicht so über unsere anderen Blätter rüberwächst. Wie wir hier rechts sehen, hat Bubba auch gewaltig nachgeholt. Ihr erinnert euch, im letzten Video blieb nur noch ein Stiel und ist jetzt größenmäßig gleich wie Hubba. Also Hubba und Bubba sind gleich auf. Insgesamt die Blätter dunkler, das heißt eventuell mehr Stickstoff in der Erde, Fragezeichen, im Vergleich zu meiner. Da die Blätter heller, kann aber auch sein, da sie einen deutlich größeren Stretch hingelegt haben, beziehungsweise wieder mehr Fläche eingenommen haben, dass das heller grün ist, wegen dem frischen Wachstum sozusagen.
Ja, meine Freunde, da sind wir zurück. 30 Tage schon wieder. Da fragt man sich, wo ist die Zeit geblieben? Ich wollte eigentlich ja gestern ein Video für euch machen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Unverhofft kommt oft mit mal, stehen Schwiegereltern morgens vor der Tür und bleiben den ganzen Tag da. Dementsprechend hat man dann natürlich keine Zeit, in den Kellerraum zu verschwinden, um so ein Video zu drehen und das fertig zu machen. Daher vielen, vielen Dank für eure Geduld und danke, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, heute gehen wir einmal rein in unsere kleinen Brokkolis hier. Ne? Man sieht das sehr, sehr schön. Da können wir trainieren. Folienhalter sind bereit, weil auch hier unten wächst schon wieder schön neu nach. Da kommen schon wieder kleine Triebe. Die wollen wir ein bisschen ins Licht stellen. Wir wollen uns die Struktur ein bisschen angucken, was hier überhaupt gerade passiert. Und innenliegende Blätter entfernen. Und untenrum Rasen mähen. Dann gibt es Bottom Feeding, Regenwasser. Und bei Bubba gibt das Pura Flora Dünger rein. Ihr kennt ihn, Code Grow 10 bei Pura Flora. 10% auf das gesamte Sortiment sparen. Ja, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu. Und auch auf die Black Friday Week. Da muss ich auch noch ganz kurz zusagen. Jetzt könnt ihr bei Mars Hydro EU richtig nice Schnäppchen machen. Auch diese Woche noch gültig. Und mit diesem Video hier in den Kommentaren. Ein Kommentar wird gezogen und der gewinnt ein kleines Spezialpaket vom Vidi Gonzales mit ein bisschen Garden Equipment, ein bisschen Pura Flora Dünger mit bei, ein bisschen Schaufelchen, ein kleines Anzuchtgewächshaus. So ein kleines Giveaway starten wir zum Anlass zu Black Friday. Vielen, vielen Dank auch hier. Mars Hydro, richtig, richtig nice. Ansonsten hier unsere beiden Mädels. Ich nehme euch mal ganz kurz hier mit Richtung Überflug. Unsere beiden Mädels haben sich, wie ich finde, super entwickelt. 60% Luftfeuchtigkeit, 20,3 Grad. Aber ist jetzt halt Temperatur 2 Grad ungefähr runter, seit ich das Zelt aufgemacht habe. Aber auch hier müssen wir uns durcharbeiten. Ihr seht da unten, da wachsen die nächsten Triebe. Und die würde ich gerne, wie gesagt, wieder freilegen. Also das obere Blatt weg. Das runterklemmen und dass das wieder nach oben wachsen kann. Ihr kennt ihn, wir wollen es ein bisschen machen wie Brunhilde. Ich könnte jetzt auch schon umstellen in die Blüte, aber ich glaube, eine oder zwei Wochen kriegen sie noch, je nach Entwicklung. Vom Bauchgefühl hätte ich sie gerne noch ein bisschen breiter beide, bevor wir da richtig reingehen in den Blütestretch. Und hier sehen wir das auch richtig nice. Ne? Die hat sich so schön recovered, auch hier oben, dass nach dem Topping, auch wenn ich es da falsch gemacht habe, weil ich die falsche Internodie geschnitten habe. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Profi-Grower. Ich mache das sowieso alles nur nach Bauchgefühl. Und ich würde sagen, als allererstes, bevor wir hier weiter reingehen, in die große Brokkoli-Beschneidung, machen wir erstmal untenrum den Rasenmähermann. Morgenroutine habt ihr schon gesehen. Ich habe die Oberfläche leicht befeuchtet, weil ansonsten fütter ich von unten. Ich will nur verhindern, dass mir die Oberfläche austrocknet. Das heißt, beide Pflanzen kriegen jetzt schon Bottom-Feeding. 1 Liter. Hält aber länger. Also der Liter jetzt, alle 3-4 Tage, letztes Mal eine Woche nicht gegossen. Sie können aber, das merkt man, weil der Topf ist schön leicht. So schön, auch wenn man die Pflanze am Blatt zieht, um an den Topf zu wackeln. Ne? Ja, so machen wir das. Wir gehen einmal rein in den Rasenmähermann und dann gehen wir hier weiter und gehen in die weiteren Arbeiten. So, bis gleich. So, ich denke mal, das kann man jetzt so ganz gut sehen. Ich habe untenrum den ganzen Ring freigeschnitten, dass da wieder genug Platz ist. Nach dem Runterstretchen gucken wir nochmal, ob wir nochmal nachschneiden müssen. Aber Step 1 untenrum freimachen, Step 2 runterbiegen, Step 3 überliegende Blätter entfernen. Das ist so the way it works. Zumindest für mich hier in meinem kleinen Zelt. Ja, auf jeden Fall finde ich das geil mit dem Covercrop. Es sieht einfach grün aus. Wasser wird super gut gespeichert. Die Erde bis jetzt bombastisch gut. Ohne Düngen können wir hier den ganzen Grow durchziehen. Danke, Couple of Plants. Und das gleiche machen wir jetzt hier drüben bei Bubba auch, nachdem wir Hubba schon so weit haben. So, Bubba ist auch bearbeitet. Schön klein geschnitten. Letzten Wasserperlen oben drauf. Dann können wir jetzt gleich ganz entspannt ins Training gehen und die Kleine so ein bisschen runterflechten. Ja, so machen wir hier weiter. Bringt Bock, ne? Bringt einfach Bock. Wir haben Winter, ne? Draußen ist arschkalt und hier läuft einfach
ja, hier ist einfach Top-Bedingung für ein kleines Pflänzchen. Einfach geil, also Zelte sind einfach absolut cool. Kann man nicht anders sagen. Wie läuft bei euch Wintergrow schon im Gange? Ja, noch vor Weihnachten fertig oder rechtzeitig zum neuen Jahr? Hau mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, also die Leute, die schon länger mit dabei sind und auch Brunhilde begleitet haben, die wissen, ich benutze Netz- und Folienhalter. Da kostet eine Packung mit, weiß nicht, 20 Stück 5 Euro. Die sind meiner Meinung nach super geeignet, um die Pflanze zu trainieren. Hierfür gehen wir einfach ran, stecken das gute Stück in die Erde, bringen den Stiel ein bisschen auf Spannung, so dass diese beiden Triebe dann gleich im Licht stehen. Ne? Recht einfach verständlich. Warum trainiert man Pflanzen? Ja, ich hätte sie halt gern ein bisschen breiter, so nach dem Margaritenprinzip. Ne? Ich will quasi ein bisschen buschiger das Ganze haben als den Standardwuchs. Wir haben ja oben auch schon getoppt. Und ich verteile jetzt ganz entspannt die Netz- und Folienhalter einmal hier entlang der Pflanze, damit wir hier, wie gesagt, ein bisschen mehr Lichtfläche schaffen, wo Licht reinfallen kann. Und das sieht doch auch schon sehr nice aus hier vorne. Den großen können wir dann gleich wegmachen. Ich biege sie erst runter und dann gucken wir danach, welche Blätter innenliegend sind, die weg können quasi. Hier ist immer wichtig, den Stiel zwar auf Spannung zu bringen, aber quasi nicht zu doll. Das sieht dann so aus, wenn wir fertig sind. Ne? Ihr seht jetzt da, diese Stücke stehen wieder hoch zum Licht, können schön nach oben schießen, ebenso hier. Ich achte immer darauf, dass dieser Bügel nicht über diesen neuen wachsenden Pflanzenteilen liegt, sondern immer ein bisschen dazwischen, dass oben noch frei ist und unten noch frei ist. Ja, so, da haben wir sie gestresst und gestretcht. So sieht das aus. Das obere Blatt würde ich jetzt theoretisch, ist das so eins, wo ich sagen würde, hier komm, den machen wir noch weg. Und so sieht das dann erstmal aus. Das ist dann unser Training für Hubba. Und Hubba fängt auch an, schön zu riechen. Wenn man das mal so ein bisschen schon mal so, ja, ein bisschen Richtung Minze und Kräuter, würde ich jetzt sagen. So, das gleiche machen wir jetzt natürlich mit Bubba auch. Denn so sieht Bubba noch aus. Und wir wollen natürlich auch hier ein ähnliches Ergebnis erzielen. Und dann lassen wir sie wieder eine Woche recovern und passen nur das Training an. Und das machen wir jetzt ein, zwei Wochen und dann geht das auch schon los mit Netz und Blütezeit. Blütezeit. Mega, ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Wir machen hier genauso weiter wie immer. Hobbymäßig mit viel Spaß und ja, was soll schon schief gehen, ne? So, hier seht ihr auch ganz kurz, wie ich Bubba trainiert habe. Bubba auch auseinander, das obere große Blatt, was so rüber lag, entfernt, die schon ausgeglichen, die alle ausgerichtet und jetzt heißt es einfach wieder abwarten, abwarten, einmal Regenwasser unten rein, einmal purer Flora unten rein und dann einfach wieder eine Woche warten und wie gesagt, drop mir in die Kommentare, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, egal was du schreibst, jeder Kommentar kann dann gezogen werden und mit dem nächsten Video, Ende der Woche, nächste Woche, gibt das dann den Gewinner bekannt. Ja, so sieht das aus, Leute. Schön mitmachen, gerne Kommentar droppen, gerne Like drücken, gerne abonnieren, alles kostenlos hier beim Weedy. Falls ihr Bock habt auf weiteren Content und wie sich unsere beiden Mädels einmal in der Living Soil und einmal in der Weedy Gonzales Erde mit Pura Flora weiterentwickeln. Ja, das bleibt abzuwarten, bleibt spannend und von daher gehen wir nochmal rein in den Gießvorgang. Ihr kennt das schon und dann wünsche ich euch einen entspannten Tag, guten Start in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich am Wochenende wieder mit einem Update zum Recovery unserer beiden Mädels Hubba und Bubba. Tja, meine Freunde, das war's, da ist er raus. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du dabei warst.